So, nach dem langen Stehen im Winter hat sich gezeigt, dass unter dem Motor ein Fleck sich gebildet hat, der kein Wasser ist. Das ist schon mal schlecht, den habe ich mir genau angeschaut und festgestellt, dass es sich um Diesel handelt. Und was das mit der Tanksonde für die Dieselheizung zu tun hat und wie man das lösen kann, das seht ihr in diesem Video. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Ausbau- bzw. Bastelvideo von Van for Five Life. Heute geht es um ein Problem, das ich entdeckt hatte, als ich die Enterprise aus dem Winterschlaf wieder aufgeweckt habe. Es gab nämlich unter dem Motor, ich hatte es schon oben im Intro kurz erwähnt, einen Fleck, der sich als Dieselfleck herausgestellt hat. Ja, und da war natürlich erstmal meine Befürchtung groß, dass ein größerer Schaden ist. Allerdings beim Starten des Motors hat sich überhaupt keine Warnung gezeigt im Armaturenbrett. Also scheinbar lief alles, was im Motor auf irgendwelche Werte hinweist, ganz normal. Sodass ich vermutet habe, dass es sich entweder um eine undichte Leitung oder irgendein Problem am Tank handelt. Denn das sind ja die Bereiche, an denen sonst noch Diesel verwendet wird. Und ich habe mir auch die Position mal genauer angeschaut und darüber liegt der Tank. So, hat sich sofort die Frage gestellt, wie kommt man an die Tankzuführungen und Abführungen dran? Und da habe ich mir einen Tipp geholt von der Vertragswerkstatt von Citroën Peugeot und habe da einen sehr guten Tipp bekommen, den ich heute mit euch teilen möchte. Denn ich vermute, dass dieser Zugang zum Tank, den ich euch gleich zeigen werde, dass der für alle Citroën Jumper, Peugeot Boxer und auch Fiat Ducato gilt. Der nämlich ermöglicht, dass man sich die Anschlüsse vom Tank anschaut. Und zwar ohne den Tank zu demontieren und auch nicht von unten, sondern von oben. Und wie das genau geht und wo das alles ist, das zeige ich euch genau jetzt. So, ihr seht mich in einer sehr unbequemen Position hier und es war auch gar nicht so leicht, eine Halterung für die Insta360 zu finden, mit der ich das ja jetzt hier filme, damit ihr das einigermaßen sehen könnt. Denn die Insta360 hat ja eine sehr, sehr tolle Weitwinkelmöglichkeit, sodass ich das dann immer nachher noch einstellen kann, wo ihr das dann jeweils sehen könnt. Ich sitze hier nicht aus Spaß, sondern weil es genau hier einen Zugang zum Tank gibt. Aus dem Fahrerhaus, zwischen dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz, unter dem Teppich, falls ihr auch einen habt, wahrscheinlich ja, gibt es eine Klappe mit drei Schrauben. Da muss man dann erstmal den Feuerlöscher hier wegnehmen, das werde ich gleich tun. Und wenn man den Teppich dann wegmacht und diese Klappe öffnet, hat man den Zugang zu den Anschlüssen vom Tank. Und das schaue ich mir jetzt mal an, um mal zu gucken, ob da vielleicht das Problem herkommt. Das zeige ich euch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Jetzt haben wir das Corpus Delicti. Erstmal seht ihr hier die Klappe, die angesprochen ist. Also sind zwei Klappen ganz genau. Erstmal hier die normale Fußbodenklappe und dann darunter der hier übrigens abgedichtete Zugang zum Tank. Und das genau ist die Möglichkeit, hier die Tankzugänge zu kontrollieren und auch zu reparieren, wenn nötig. Und tatsächlich sieht man hier, dass Diesel ausgetreten ist. Ich habe das eben schon mal gemacht und ein Foto gemacht, das schwamm hier richtig drin. Das also ist die Ursache für mein Problem. Und genau genommen ist die Ursache hier dieses Teil. Das ist nämlich offensichtlich nachgerüstet worden. Und das kann also nur die Dieselheizung sein, die hier ihren Diesel entnimmt. Und dort unten die Dichtung, die ist nass. Und daneben ist auch Diesel, das heißt, hier ist Diesel ausgelaufen bzw. Ausgetreten. Da jetzt im Moment nichts Größeres da drin schwimmt, ich hatte das ja schon mal nachgesehen eben und sauber gemacht und dann die Dieselheizung angemacht, um zu schauen, ob es durch den Betrieb der Dieselheizung hier zu Undichtigkeiten kommt. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, diese Dichtung hier oben ist in Ordnung.
sondern es ist immer aufgetreten, jetzt habe ich das nachgesehen, eben beim Tanken. Wenn ich voll tanke, dann kommt hier aus der Dichtung dieser Diesel raus. Mit anderen Worten, die untere Dichtung ist es. Die muss ich jetzt entweder ersetzen oder ich muss sie irgendwie abdichten. Das kann ich von hier oben ganz gut machen, sogar bequem im Warmen. Und das ist insofern ein Riesenvorteil. Ich muss weder in die Werkstatt fahren, noch muss ich den Tank irgendwie abbauen oder so irgendwas. Und ich hoffe sehr, dass euch das jetzt auch nützt, falls ihr mal ein ähnliches Problem habt oder falls ihr gerne mal selber eine Tankzuführung oder Nachrüstung machen wollt, dann wisst ihr jetzt, wie man da gut drankommt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst und vielleicht auch die Glocke, dann werdet ihr immer an die nächsten Videos erinnert. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, startet gut in die neue Saison. Bis zum nächsten Video, euer Ingmar.